Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima, Iki Island und dem Beagle. Die hat ein bisschen Angst vor mir, aber macht nichts. Ist der jetzt nicht mehr? Lügen tust du, Lügenbisse! Ist er jetzt nicht mit dabei, mit dem ich reden kann? Wer seid ihr? Ich dachte, ich kenne jeden auf Iki. Nur ein Reisender. Vom Adlerstamm hierher verschlagen. Schließt euch uns gern an, wenn ihr einen alten Mann die Vergangenheit beklagen hören wollt. Wir haben eine Invasion überlebt. Und wir schaffen das noch einmal. Oder habt ihr alle vergessen, wie sehr wir durch die Samurai gelitten haben? Ich mal aus. Das war nichts im Vergleich zu der Gefahr, die jetzt droht. Unsinn! Ihr seid viel zu jung. Was wisst ihr schon? Ich war dabei. Es ist wohl an der Zeit, euch an die dunklen Tage der Samurai-Invasion zu erinnern. An die Brutalität von Kazumasa Sakai. Vor 15 Jahren überfiel eine Armee gnadenloser Samurai unsere Heimat. Angeführt von Kazumasa Sakai, dem Schlächter von Iki. In die Schlacht ritt er auf einer Dämonenbestie, geschützt von einer Rüstung so schwarz wie das Herz ihres Herrn. Zum Glück beging der Schlächter einen schweren Fehler, als er nach Iki kam. Er brachte seinen Welpen von Sohn mit. Unsere besten Krieger jagten den Jungen, nicht um ihn zu töten, nur um den blutrünstigen Vater zu reizen. Kazumasa setzte ihnen nach und ritt in eine Falle. Sein gepanzertes Pferd fand ein grässliches Ende. Doch der Schlächter und sein mickriger Spross überlebten und flohen wie Feiglinge. Schluss mit diesen Lügen! So ist das nicht passiert. Ich lebte nahe der Senshō-Schlucht. Ich sah es mit eigenen Augen. Ich auch. Wer seid ihr? Mein Name ist Jin Sakai. Kazumasa Sakai war mein Vater. Er gab sein Leben, um dieser Insel zu helfen. Helfen? Er ermordete uns! Als Dank für seine Hilfe habt ihr ihn ermordet! Seid ihr deswegen hier? Um euren Vater zu rächen und mich zu töten? Ihr mögt ein Lügner sein, aber ihr seid nicht mein Feind. Noch nicht! Hört auf! Ihr benehmt euch wie wilde Hunde! Ich kam her, um zu helfen, nicht aus Rache. Ihr erwähntet die Pferderüstung meines Vaters. Nach seinem Tod fanden wir sie nicht. Wissen wir. Sagt mir, wo sie ist. Dann kann ich damit gegen den Adlerstamm in die Schlacht ziehen. Eher sterbe ich, als einem Samurai zu helfen. Ihr solltet jetzt gehen. Alles ist immer eine Frage der Perspektive. Ist halt einfach so. Bleibt weg. Wenn er euch töten wollte, würde er sich dann so rausschmeißen lassen, ihr Vollidioten? Du weißt etwas über die Pferderüstung. Doch er wird es mir nicht sagen. Es sei denn, ich belausche ihn. Unbemerkt. Bleibt weg. Kann ich jetzt wieder meine Rüstung anziehen? Ist mich ganz kirre, ey. Eigentlich sollte ich so Ronin-Kleidung tragen, aber... Wisst ihr, was cool wäre? Wenn ich die ausrüsten könnte, aber eine andere optisch machen könnte. Das wäre cool. Und wie soll ich den jetzt belauschen? Von da oben irgendwie? Ein Wort über edle Samurai.
Und ich hätte ihm... Tiro! 6 Mitglieder meiner Familie starben. Schwester. Sie war noch ein Kind. Sie wurden regelrecht geschlachtet. Sie hatten nicht einmal alles für ein anständiges Begräbnis. Das hätte nie geschehen dürfen. Wie geht die Geschichte weiter? Ah, ja. Ich wollte gerade zum guten Teil kommen. Kasumasa ging uns in die Falle und verlor sein gepanzertes Pferd. Als unsere Krieger näher rückten, flohen der Schlechter und sein Sohn in die Senjo-Schlucht. Der Samurai humpelte durch die Schlucht, geradewegs in einen Hinterhalt. Es gab keine große Schlacht. Nur ein paar Plünderer mit stumpfen Klingen. Doch mehr war auch nicht nötig. Ein Hieb, um Kasumasa Sakais Leben zu beenden. Während die Samurai nach Hause schlichen, bargen wir die Rüstung von Kasumasas Pferd. Über die Jahre trugen unsere besten Pferde diese Rüstung. Jedes davon tötete seinen Reiter, als wäre es vom rachsüchtigen Geist des Schlechters besessen. Also verkauften wir seine Pferderüstung an die Ida-Händlerfamilie. Die verfluchte Rüstung verließ unsere Küste an Bord der Händlerflotte, als ein Sturm über unserer Insel aufzog. Der Himmel dröhnte wie das Donnern von 1000 angreifenden Samurai. Und der tosende Sturm ließ die Ida-Schiffe an unserer felsigen Küste zerschellen. Die Wracks dieser totgeweihten Flotte liegen noch heute in der Sasho-Bucht. Und irgendwo in diesem nassen Grab liegt die verfluchte Rüstung, die einst das Ross von Kasumasa Sakai. Okay. Komme ich denn jetzt wieder hier raus? Komm bitte nicht hier rein. Geht der weg? Ich muss hier rauskommen, das ist mein Problem. Ich muss hier raus. Also ich glaube eigentlich, dass der gleiche Weg zurück ganz ist. Tat weh, hat sich aber gelohnt. Die Pferderüstung meines Vaters ist noch in der Tasche. Alter, was wollt ihr alle Die Rüstung müsste auf dem Schiff des Händlers sein. Mit dem Banner der Ida-Familie. War es golden oder rot? Oh, die sind aber hardcore empfindlich hier, ne? Ich muss da, glaube ich, hoch. Warum machst du das, Jin? Da es die Rüstung meines Vaters ist, steht sie mir wohl auch zu. Oh, stellt euch mal vor, das wäre jetzt nicht gut gegangen. Kann ich irgendwo... Ich will einfach nur runter. Nee. Ich wollte da runter, Leute. Das hat aber nicht so gut geklappt. Hm.
Irgendwo hier wollt ihr mich doch hinhaben, oder? Ja, zeigt mir noch offensichtlicher den Weg. Ach so. Ups. Und jetzt? Ist das so? Es wäre jetzt fast wieder nach hinten losgegangen, weil wie gesagt, manchmal funktioniert es halt einfach nicht so wie gewollt. Nein. Ob das jetzt so geplant war, weiß ich nicht, aber ich bin nicht tot. Also alles gut. Finde die Pferderüstung. Ja, I don't know. Gott, ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Kann ich da hinten hochklettern? Das sieht so aus. Ja. Hier. Wo bin ich hier? Ah, hier bin ich schon wieder. Wie umständlich, Leute, wie umständlich. Schön hier hoch. Hier hoch. Also ist diese Rüstung jetzt seit 15 Jahren im Wasser gewesen. Ja. Der Fluch von Kasumasa Sakai ist echt. Sobald euer Pferd diese Rüstung trägt, spürt es den unersättlichen Blutdurst eures Vaters und wird euch töten. Ich sehe nichts zu Schnepfe. Wir nähern uns. Mist, ey. Komme ich auch so da hoch, oder? Wenn das Ding von meinem Vater ist, ne? Hm?
Ja. Oh mein Gott. Ein bisschen schneller, weil ich ist nicht so sicher. Lauf doch, Kumpel. Ich muss da rüber, ne? Ich warte einmal kurz. Ungefähr so bis jetzt. Hier scheine ich relativ sicher zu sein. Relativ. Boah, ich hoffe, ich kann eine Schnellreise machen. Ach komm! Jin, was? Wo bin ich hier eigentlich? Habe ich hier auf der Karte Dinge freigelegt? Nicht wirklich. Ich wollte doch sagen, du kannst doch da oben... Oh Gott! Au! Schön wäre es gewesen. Konnte ich offensichtlich aber nicht. Eigentlich habe ich jetzt gedacht... Cool. Nee, das ist für wenn ich falle. Okay. Faszinierend. Gut. Ja. Ich verstehe. Wie wollte sich nach da... Ah. Wie wollte sich nach da hinten gehen? Oh, come on. Echt jetzt? Oh, come on. Alles nochmal von vorne? Das ist nicht witzig. Leute, das ist jetzt wirklich nicht witzig. Geh doch drauf! Kumpel, was? Mann, geh doch! Meine Fresse, nee. Jetzt muss ich noch mal eine Runde warten. Was an Scheiß, Leute? Was an Scheiß? Nee, muss ich hier überhaupt hin? Eine gute Frage, ne? Ich glaube, ich muss da hinten hin. Ja, aber von da aus dann wohin? Hab ich's? Vaters Pferderüstung. Mal sehen, ob es KG passt. Tue ich das meinem Pferd jetzt wirklich an? Die sieht nämlich ziemlich scheiße aus. Oh, ich bin ja gar nicht eingeblendet, sorry. Wie angegossen, Kacke. Fluch hin oder her, du wirfst mich nicht ab, nicht wahr? Du siehst aus wie meines Vaters Pferd. Möge die Rüstung dich im Kampf schützen. Adlerstern, sie haben das Lager entdeckt. Komm, Kacke. Den nächsten! Ja, boah!
so schön, ey, so schön. Aua, das hat mich abgeworfen. Was macht mein Pferd da? Ach komm, ich mach euch so. Und hasst ihr mich jetzt immer noch? Der Samurai. Unmöglich. Ich habe gesagt, ich will niemandem was tun, aber niemand hört auf mich. Euer Pferd. Ist das? Kasumasa Sakais Pferderüstung. Im Besitz seines Sohnes und vom Fluch befreit. Trotz all meiner Worte habt ihr uns gerettet. Iki wird erneut bedroht. Ich rettete euch vor diesen Mongolen, weil ich gelehrt wurde, jenen in Not zu helfen. Von Fürst Shimura und dem Mann, den ihr alle Schlechter nennt. Ich kann eurem Vater nicht vergeben. Aber was seinen Sohn angeht, ihr seid gnädiger, als er es je war. Dass ich das einmal sagen würde. Aber danke, Fürst Sakai. Man sollte die Taten eines Vaters niemals auf den Sohn übertragen. Das ist halt einfach so. Außer der Sohn macht das Gleiche. Aber ich glaube, das trifft hier auf Jin halt überhaupt nicht zu. Oder eher so semi zu. Schätze der Vergangenheit. Karte wurde aktualisiert. Was ist das? Sakai Banner benötigt dafür eine neue Pferde. Ausrüstungsfarbe. Oh! Ausrüstungsfarbe. Wo krieg ich denn Banner her? Banner, 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 Banner. Mir fehlen noch Banner, aber wo finde ich die denn? Es ist sehr schwierig, wenn ich ehrlich bin. Ob der Dude jetzt endlich wieder da ist? Oder mir zumindest eine Notiz hinterlassen hat, wo der hingegangen ist? Irgendwie nicht, ne? Okay, wir geben nur noch einen Versuch, ne? Ich meine, ich weiß ja, dass er bei dem Schiffswrack da vorne ist. Komm mal her. Pferd. Auch wenn ich deine Rüstung nicht mag, weil du creepy bist, aber wenn es dich schützt, dann sei es drum. Ich finde die anderen Rüstungen, anderen Sättel jetzt auch nicht viel geiler. Das passt ja schon. Wir haben ja jetzt eh nur noch 6 Minuten, das heißt, ich nehme eher so einen Nebenquest noch im Angriff als... Da! Er ist da! Er ist da! Hat das jemals ein Ende? Wenn ich dir helfe? Ja. Hi! Ihr seid es. Ich hatte nicht erwartet, euch am Strand zu treffen. Wusstet ihr, dass man für ein Haus Metall braucht? Ja. Ich nicht. Also suche ich jetzt in Schiffswracks. Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Auf Iki zumindest. Aber ich beneide diese Schiffe. Die Schiffswracks? Sie sind vielleicht kaputt, aber man erkennt noch, was sie einmal waren. Alles von meiner Familie. Die Kelle meines Vaters, die Haarnadel meiner Großmutter, verbrannte mit dem Haus. Darum hoffe ich, einen neuen Anfang zu schaffen. Mit Haus und Familie? Ich sollte weiter in den Rümpfen nach Metall suchen, sonst wird beides nichts. Ich spare euch etwas Zeit. Wie kann ich das annehmen? Dann hättet ihr mein Haus für mich gebaut. Das überlasse ich euch. Aber ich habe schon Häuser brennen sehen. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr diese Spende annehmt. Dann kann ich euer Angebot nur annehmen. Ich baue mein Haus auf einer grünen Lichtung, westlich von Fort Sakai. Ich war da schon. Eines Tages möchte ich euch dort begrüßen. Und hoffentlich bald. Hoffentlich bald. Okay, wir reisen mal hin, weil so schnell ist, oder? Mein Freund! Nein, im Ernst, er hat auch direkt eine Frau gefunden. Willkommen! Da seid ihr ja.
Die ganze Zeit habe ich nie nach eurem Namen gefragt. Ich bin Imotaro. Ich bin Jin. Beeindruckend, dass ihr das Haus ganz allein gebaut habt. Ihr müsst stolz sein. Wenn ich das sagen darf, ihr solltet genauso stolz wie ich sein. Auch ihr habt dieses Haus gebaut. Da, der Balken, der das Dach stützt, der ist von euch. Und ihr könnt die Felle nicht sehen, aber sie sind da, unter dem Stroh. Und diese Ecke da, die steht, weil ihr für mich Metall gefunden habt. Glaubt mir, ich hatte es ohne versucht. Hat mich eine Woche gekostet. Ihr sagtet einst, ihr hättet noch nie etwas gebaut. Jetzt habt ihr das. Und mit diesem Haus kann ich auch eine neue Familie gründen. Wie die, die ich nie hatte. Vielen Dank. Das Haus, das ich brennen sah, das war hier auf Iki. Damals tat ich nichts. Dieses Haus macht das nicht gut. Aber es ist ein Anfang. Aber irgendwie hat er ziemlich schnell eine Frau gefunden, oder bilde ich mir das ein? Kann man mit ihm reden? Nee. Okay. Achso, mach mal die Wegmarkierung weg. So, wir haben jetzt eigentlich fast nichts mehr über. Da könnten wir noch hin. Wir reisen von da aus. Und wenn dann, dann müssten da Ställe sein. Und wo Ställe sind, sind meistens auch Bambus-Dinger. Haltet eure Freunde stets nah. Und eure Rüstung im besten Zustand. Okay. Muss jemand sein, den ihr kennt. Wow, Vögelchen? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Vogel, wo? Vogel? Wo ist der Vogel hin? Jetzt ist er weg. Hä? Ihr habt ihn aber jetzt auch gesehen, oder? Es war jetzt keine Änderung meinerseits, dass da ein Vogel ist. Wozu die Eile? Kannst du dir das vorstellen? Ein Affe, der einfach so zu dir kommt? Da wäre mir ein Reh lieber. Ist hier ein Vogel vorbeigekommen? Ah, nee. Da, von. Er will sich dem Adlerstamm unterwerfen. Freiwillig zu ihm. Und jetzt Vogel? Der Vogel möchte mir hier irgendwas zeigen, aber hier sind keine Fragezeichen mehr. Du schaust dauernd zum Himmel. Ich hoffe auf eine gewaltige Regenflut, die diese Bastarde wegspült. Und da, uns gleich. Da. Nein, wir kennen die Überschwemmungsbereiche hier. Die nicht. Warum sagst du so etwas? Mach mal. Gut. Ich mache einfach alles. Führt der Vogel mich denn hin? Wind der Konzentration, okay. Wind der Harmonie. Eigenartig, Leute. Ich habe keine Ahnung, was dieser Vogel von mir will. Was ist denn mit dir los? Hast du einen Geist gesehen? Wie hat's gehört? Habe ich blau leuchtende Lichter im Wasser gesehen. Ein zäher Hund wie ihr braucht eine ebenso. Ich habe eine robuste Rüstung, ich darf sie nur nicht tragen, weil man sonst erkennen würde, dass ich ein Sakai bin. Ja, nun. Ich bin mal gespannt, was da vorne ist. Gibt's einen Tobi-Tempel. Los jetzt, Kagel! Ein Tobi-Tempel. Ich gehe erst zu dem Typen nach oben, weil... Oh ne, geht, tschüss. Ich hab kein Glück, ne? Wir reiten mal.
Da oben, oder? Weil ich dann bestimmt eine Schnellreise krieg. Judy. Hallo, Reisender. Ich sehe, ihr seid nicht von hier. Nö. Die Samurai-Rüstung sieht teuer aus. Woher habt ihr sie? Einem Haufen Räuber abgekauft. Ihr seid ein mutiger Mann, sie auf Iki zu tragen. Ich bin Tsubaki. Ich verdiene mein Geld als Färberin für Pferderüstungen. Ich fand vor kurzem eine Pferderüstung. Einst trug sie das Ross von Kazumasa Sakai. Die Rüstung soll verflucht sein. Wenn euer Pferd euch nicht umbringt, könnten wir einander vielleicht helfen. Habt ihr auf euren Reisen Sakai-Banner gesehen? Das Wetter hat ihnen die Farbe genommen. Sie sind jetzt weiß wie der Tod. Die Menschen von Iki markieren mit ihnen Orte, wo die Samurai demütigende Niederlagen erlitten. Man sollte sie entfernen, die alten Wunden heilen lassen, damit wir uns auf den Kampf vor uns konzentrieren können. Gute Idee. Könnte sogar klappen. Aber mir geht es um den Stoff. Bringt mir diese Banner und ich teste daran meine neuen Farben. Vielleicht habe ich sogar welche für euch übrig. Ein mehr als gerechter Handel. Leb wohl, Tsubaki. Ich habe Sakai-Banner gefunden. Aber nicht genug. Kommt wieder, wenn ihr mehr habt. Und ich nicht so beschäftigt bin. Wie sie mich direkt hat abblitzen lassen. Aber ist da jetzt denn jetzt eine Schnellreise? Ja. Ich bin mal nach da unten ungefähr. Ich folge quasi dem Tobi. Das mache ich noch. Boah, wie die Miezis hier abgehen. Wir hassen dich, geh weg! Ja, nun. Hier ist echt ein Tori. Das ist das erste Tori, das ich überhaupt hier sehe, Leute. Ich bin interessiert. Das sieht aus wie ein Wald. Insel Nakashima. Okay, Nakashima. Ich nehme an, ich habe alles wieder mal voll falsch ausgesprochen. Okay, schauen wir mal. Oh, ich muss da alleine rein, Pferd. Na, kleines Effi? Das machen wir noch und dann überlege ich mir, was ich mache. Oh Gott. Irgendwie wollte ich jetzt Blume und Dings gleichzeitig machen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Wie geil wäre, wenn ich das jetzt voll am Kopf gekriegt hätte. Because I can. Okay. Okay, jetzt. Leiten die Affen mich oder ist das nur so ein Wunschdenken von mir? Ich habe das Gefühl, egal was ich hier tue. Ah, nein, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, egal was ich hier tue, es endet mutig. Aber nein, nein, das war der Weg. Maschimbus. Aber war das das hier? Nee, war es nicht. Geht's noch weiter? Aber wie? Hier? Nee. Alter, fauch mich nicht an, du dämliche Affe. Wie komme ich als Tori oben dran? Nee, da bin ich ja hergekommen, glaube ich, ne? Ja. Muss ich eventuell anders laufen? Okay, wartet mal. Ich gehe doch gerade wieder zurück, oder? Ja, da ist mein Pferd, das kann es nicht sein. Hier müssen zwei Wege lang führen.
Da bin ich mit. Oh Gott. Ist das nicht auch ein Banner? Ja. Oh! Nein. Das schaffe ich nicht. Ich muss auf die andere Seite quasi kommen. Also quasi hier hin. Hier gibt's aber kein hier hin. Okay, vielleicht muss ich von hier aus was anderes machen. Muss ich vielleicht runter? Wartet mal. Oh, ein Sakai-Banner. Ich habe aber 4 von 30 nur. Ich finde die ein bisschen anstrengend zu suchen. Aber das war mit den Bannern im... Vorsichtig! Ah, was? Ihr wollt doch nicht abrutschen. Eure Samurai-Rüstung schützt euch nicht vor eurem Verstand. Hier muss noch ein anderer Weg lang führen. Muss. Hä? Ich bin noch nicht. Anscheinend bin ich blind, Leute. Ich bin anscheinend blind. Hier geht's nicht lang. Gut. Ich möchte darüber. Darüber möchte ich. Ah. Ne, von da bin ich echt gekommen, ne? Wie komme ich da hinten rüber? Epi, hast du eine Ahnung? Okay, wartet mal. Oh Gott, nein, 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 nein. Ah. Also irgendwas klappt hier nicht ganz. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen zu doof dafür. Okay, ich gehe nochmal hier raus. Vielleicht gibt es noch einen anderen Eingang und ich bin jetzt einfach nur so frontal diesem einen Weg gefolgt. Wir schauen mal, was ist denn da vorne? Ein toter Mensch? Einfach so hier? Das tut mir leid. Und ich trampel auch noch drauf rum. Ich gucke einmal, weil ich weiß sonst nicht, wie ich an dieses dämliche Tori drankommen sollte, wenn es hier nicht noch einen anderen Weg gibt. Willst du mir sagen, du kommst nicht da hoch? Das sieht doch aus, als wäre da ein Spalt zum Reinschlüpfen. Ach komm, ist gelogen. Wartet. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Da hinten ist ein Leuchtturm. Hatte ich diesen Leuchtturm schon? Ne, den hatte ich nicht. Da hinten ist ein Leuchtturm. Ich überziehe wieder gerade maßlos. Irgendwann. Irgendwann, Leute. Irgendwann. Wir kriegen das hin. Ich meine, die können mich ja hier nicht ewig sitzen lassen. Irgendwann müssen sie mir noch einen Hinweis geben, wo ich hin muss. Da oben ist er. Da oben ist er. Mensch, wie komme ich da hin? Ist das noch eine Leiche? Oh. Das tut mir sehr leid für euch. Das ist ja furchtbar. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Oder ich mache das off-cam. Der Hoffnung, dann fündiger zu werden. Es gibt nur diesen einen Eingang. Also muss das funktionieren von da drinnen aus. Okay, Pferd, ich muss noch mal da rein. So, ich folge dem Weg hier. Ich weiß, dass sie von mir möchten, dass ich nach da hinten rüberkomme. Aber wenn ich springe, habe ich keine... Nein, habe ich nicht zur Verfügung, also muss ich hier durch. So, ich gehe hier also durch, springe hier rauf. So, hier geht es nirgendwo weiter. Also gehe ich hier lang. Was der einzige Weg ist. Der literally einzige Weg. Bin ich hier drüben? Muss hier rüber.
Vielleicht darf ich nicht... Aua. Ich bin ein bisschen radikal darunter, ne? Das dachte ich mir schon. Vielleicht geht es von hier aus weiter und ich habe irgendwas hier nicht entdeckt. Kann das sein? Warte mal. Vielleicht ist das ja so und ich habe wirklich irgendwas hier übersehen. So. Wir reden da jetzt nicht drüber, dass ich das übersehen habe, ja? Gut. Da ist eine Höhle. Oh, was ist das? Leinen? Die gehen mir am Arsch vorbei, die Leinen. Nein. Nein. Irgendwas muss es hier geben. Ah, klettern. Na, ihr Effis? Ich folge dem Frosch. Bis an mein Ziel. Dass wer weiß, wo ist. Ja. Was hat mir das jetzt gebracht? Ich frage für einen Freund. Kann ich da hoch? Ja, das sieht so aus, als müsste ich da hoch, Leute. Hm. Warum ist das so anstrengend? Was soll der Scheiß? Ja, Klappe, Klappe, alles klar. Die Affen verhöhnen mich, nur weil ich nicht so gut klettern kann wie sie. Mann. Ja, guckt mich mal an. Wie ein Affe selbst. Also bitte, ja? Hier nichts Verhöhnendes mehr. Ich gebe mir sehr viel Mühe. Oh, ich sollte mich beeilen. War das so gedacht? Oh Gott, ich sollte mehr schaukeln. Oh. Oh, ich kriege immer Schiss so ein bisschen. Das ist gut, ne? Das ist sehr gut. Ich weiß nur nicht, wohin. Darunter? Ich glaube, darunter. So. Bams. Und dann muss ich... Okay, das war gut. Ich habe zwar überhaupt nicht gesehen, wo ich hinspringe, aber es war gut. Hoch. Boah, habe ich jetzt sowas wie ein Erfolgserlebnis? Da ist noch was, ne? Ja. So, entweder kann ich jetzt da hoch. Und hier ist gar nichts. Gut, gar nichts. Oh Gott, nee. Boah, deswegen habe ich die Toris übrigens im Hauptgame auch nicht so wirklich gemacht. Weil die ja irgendwann immer ausschweifender geworden sind quasi. Okay, das sieht aus wie ein valider Weg. Ich habe echte Treppen gefunden. Schlimm wäre jetzt nur, wenn ich im Haupteingang wieder rauskommen würde, weil ich irgendwohin falsch abgebogen wäre. Das wäre katastrophal. Hier oben. Gut. Sag mal, ihr Effis, wo muss ich hin? Da hinten hin? So. Offensichtlich. Ja. Hier oben hin. Hier. Oh mein Gott, Leute, seht ihr, was ich sehe? Ein Ziel. Das tat weh. Oh mein Gott! Er ist jetzt extra diesen langen, weiten Weg da hochgegangen, um. Oh.
Wow. Ich habe übrigens in der Ferne einen Leuchtturm gesehen. Den möchte ich gerne nächste Folge machen. Das machen wir dann halt auch. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.